Hallöchen, ich melde mich heute und möchte euch die Bücher zeigen vom restlichen Jahr 2019. Das heißt, es ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich die gelesen habe, aber es waren nicht so viele. Ich will sie trotzdem mit euch teilen, weil es waren auch sehr schöne mit dabei. Deswegen hier an dieser Stelle die Bücher von 2019. Wir starten im Juli mit Fiona Blum, Frühling in Paris. Das ist ein Buch, das habe ich mir auf der Litlove vor zweieinhalb Jahren gekauft. Ich glaube sogar auch signieren lassen. Ist das signiert? Ich habe es auf jeden Fall gerade nicht hier. Ihr kennt das Spiel schon. Und zwar deswegen, weil es bei meiner Mama liegt. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon gelesen hat. Ich habe natürlich den Namen der Protagonistin vergessen. Ja, ich weiß ihn nicht mehr. Sie wird auf jeden Fall darüber informiert, dass ihre Oma, wenn mich nicht alles täuscht, gestorben ist. Und zwar kommt die aus Paris. Sie selbst kommt aus London oder zumindest aus England. Und sie hat eine Bäckerei, Konditorei, Patisserie geerbt. Und jetzt kommt sie nach Paris und guckt sich die an. Sie zieht dann in die Wohnung, die oben drüber ist, was eigentlich früher mal ein Atelier war von ihrem Opa. Verliebt sich in diese Idee, dort wieder ein Café zu eröffnen oder überhaupt ein Café zu eröffnen, um diese Straße wieder zu beleben, weil sie sich total in Paris verliebt, in kleine Straßen, in die Art zu leben dort, in dieses Französische. Es gibt da noch, ich weiß nicht mehr, ob sie Paulette heißt. Auf jeden Fall gibt es da noch die Freundin ihrer Oma, die schräg gegenüber wohnt, die sie so ein bisschen beobachtet und die durchaus sehr streng und ernst darüber kommt erstmal, aber die eigentlich im Herzen das total toll findet, dass, ich weiß nicht mehr, ob sie Luisa hieß, dass die wieder dort ein Café eröffnet. Und dann gibt es natürlich noch den Herrn vom Tabakladen nebenan und so weiter und so fort. Und da entstehen so ein paar, ja, kleine Geschichten, kleine Kapitelchen, die aufgemacht werden. Ich fand, es war eine sehr schöne Geschichte, eine durchaus eher ruhige Geschichte. Und ich muss auch sagen, teilweise fand ich sie jetzt nicht so spannend erklärt, dass ich die ganze Zeit weiterlesen wollte. Aber zum Ende hin hat mir die Geschichte nochmal richtig, richtig gut gefallen. Deswegen absoluter Tipp zum Lesen. Frühling in Paris, auch so ein Buch, das würde ich sagen, da kriegt man sofort Lust, nach Paris zu fliegen, zu reisen und möchte sich eigentlich diese kleinen Gassen alle angucken und genau das gleiche Gefühl haben wie sie. Vor allem jetzt gerade, wenn ich davon rede, ist hier zumindest Frühling. Definitiv 2020 zwar, aber das ist ja egal. Genau, und selbst im Sommer 2019 hat es mir noch sehr gut gefallen. Dann habe ich gelesen von Joëlle Dicker, Dicker, wie auch immer, die Wahrheit über den Fall Harry Kubert, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, aber es war meine allererste Leserunde, die ich gemacht habe, zumindest so richtig mit anderen, vor allem mit vielen Menschen, die ich noch nicht kannte. Das Ganze hat stattgefunden über WhatsApp, über Sprachnachrichten. Wir haben uns unendlich viele Sprachnachrichten geschickt. Wir waren auch mindestens fünf Frauen. Wir hatten viel zu erzählen und viel zu klären darüber. Es ist ja durchaus ein dickeres Buch, das heißt über 700 Seiten, die grandios sind. Also jeder, der es noch nicht kennen sollte, bitte, bitte lesen. Es ist wirklich, lasst euch nicht abschrecken von den 700 Seiten. Es ist so spannend, es ist so toll. Ich habe jede Seite genossen. Es war Wahnsinn. Diese Leserunde, da war auch die Maike mit dabei von Book Friends Forever. Liebe Grüße. Und es war richtig toll. Es war einfach richtig toll. Ich glaube, ich hätte dieses Buch auch nicht mehr so gut in Erinnerung, wenn wir nicht diese Leserunde gehabt hätten. Weil wir haben sehr viel spekuliert, wir haben sehr viel uns überlegt, wie könnte es denn sein und wie passiert es denn und was und wie hat wer damit zu tun. Im Grundsatz geht es darum, dass eine Leiche gefunden wird und zwar 33 Jahre nachdem dieses Mädchen verschwunden ist. Und zwar eine 15-Jährige war sie, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt. Und zwar Nola. Nola ist verschwunden vor 33 Jahren. Keiner wusste wieso und jeder hat den Autoren so ein bisschen im Verdacht gehabt, beziehungsweise noch nicht so richtig. Aber seit dann diese Leiche in seinem Garten auftaucht, erst recht. Und dann beginnt so ein bisschen die Jagd nach dem wahren Mörder, nach den wahren Geschehnissen. Jeder trägt so seinen Teil dazu bei. Man lernt unfassbar viele Charaktere kennen. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, zum Glück auch, und habe dann dadurch nochmal viel leichter den Überblick behalten. Fand es wahnsinnig toll, weil auch jeder Charakter war so sein eigener Charakter. Egal, ob es dann die
diejenige aus dem Schnellimbiss war, ich glaube Jenny hieß sie, ob es dann der Polizeibeamte war, der aktuell dort arbeitet in Aurora, oder ob es der Ältere war, der da eben vor 33 Jahren aktiv gearbeitet hat. Ja, ganz, ganz spannend. Der Fall wird so ein bisschen quasi aufgerollt oder es wird so nachspioniert aus der Sicht von Marcus Goldman. Das ist sozusagen der Schüler, Lehrling, wie auch immer, von Harry Quebert, Harry Quebert, der sich da so ein bisschen drum kümmert und versucht da so alles herauszufinden und nachzuforschen. Und es war einfach so toll. Es war, ja, ich finde da einfach keine anderen Worte dafür. Ich finde einfach keine anderen Worte dafür. Ich muss sagen, ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden durch Cossi. Das ist echt schon eine Weile her, als sie noch Videos gemacht hat, glaube ich sogar. Da dachte ich mir schon, okay, das könnte was für mich sein, das könnte spannend sein. Und dann kam es irgendwann als Taschenbuch raus und ich habe es mir gekauft. Und dann stand es jetzt echt lange bei mir rum. Also ich kann nicht sagen, wie lange. Und echt eine ganze Weile. Und ja, dann kam diese Leserunde und ich dachte, ja, das ist genau die richtige Chance. Wir lesen das jetzt. Und habe mich sehr darüber gefreut. Ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen und ans Herz legen. Denn ja, lest es. Lest es einfach. Dann kam der August und im August habe ich tatsächlich ganze drei Bücher gelesen. Das Ganze erzählt euch jetzt aber die Vergangenheits-Anja, denn die hat das nämlich letztes Jahr schon mal aufgenommen und schon mal davon geschwärmt, was sie eben im August gelesen hat. Hallöchen, heute gibt es meinen Lesemonat zum Monat August. Der August war wunderschön und ich habe es genossen. Ich habe so viel unternommen, ich war echt richtig, richtig viel unterwegs und ja, habe tolle Leute getroffen, habe tolle Leute kennengelernt und ja, ganz viele tolle Sachen eben unternommen. Ich hatte auch eine wahnsinnig tolle Zeit in der Arbeit. Ich hatte meine Wiedereingliederung. Ich habe das, glaube ich, bisher noch nicht so richtig thematisiert hier. Ich war lange Zeit leider krank in diesem Jahr, dadurch auch die Auszeit, beziehungsweise die lange Auszeit, und habe dementsprechend ja jetzt wieder angefangen zu arbeiten. Es hat unglaublich Spaß gemacht, wieder reinzukommen in die Arbeit, wieder anzukommen, wieder mit Patienten zu arbeiten. Ich ja, habe gemerkt, dass es das irgendwie schon meine Passion ist und dass ich das so gerne mache und dass es mir eben auch gefehlt hat. Ja, und nicht nur dort, also nicht nur in der Arbeit, sondern auch abseits davon habe ich tolle neue Leute kennengelernt, habe tolle Ecken von München entdeckt. Ich bin echt fasziniert, dass ich hier jetzt ein Jahr lebe, irgendwie zumindest in der Nähe und ja, so wenig von München nur kenne. Und ja, aber auch von der Umgebung, muss ich sagen, habe ich ganz tolle Sachen entdeckt. Oder eben auch meinen besten Freund besucht, den habe ich schon seit Jahren nicht mehr besucht und bin dafür extra mit dem Flixbus ein Stückchen gefahren und so weiter. Also es waren ganz viele tolle Dinge. Ich war viel unterwegs, dementsprechend habe ich gar nicht so viel gelesen. Was ich aber gelesen habe, das habe ich schon im letzten Video angekündigt, im letzten Lesemonat. Und zwar habe ich Freunde, ach Quatsch, das Buch heißt Töchter von Lucy Fricke gelesen. Dieses Buch habe ich gelesen mit der lieben Anja von Book Friends Forever. Und ich muss sagen, es war eine richtig, richtig tolle Zeit. Guckt gerne auch mal bei deren Kanal vorbei. Die haben ja natürlich auch einen Lesemonat gemacht und da hat die liebe Anja auch eben schon ganz tolle Worte dafür gefunden. Es geht letztendlich um Betty und Martha. Die beiden machen sie sich eher unfreiwillig auf eine Art Roadtrip, aber das ist ja wie gesagt ganz besondere Umstände. Geht auch um den Vater von Betty. Von Betty, ne? Nicht, dass ich die jetzt auch noch durcheinander schmeiße. Und da erleben sie ganz, 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 ganz viel. Beziehungsweise ich finde es richtig spannend, wie eindrucksvoll es war, was für ganz individuelle Charaktere das waren und wie das so harmoniert oder eben auch oft nicht harmoniert hat. Und es hat für sehr viel Gesprächsbedarf gesorgt und den konnten wir zum Glück gegenseitig decken. Das heißt, da Anja auch im medizinischen Bereich, also in einem Krankenhaus arbeitet und ich eben auch ein Stück weit so mit Patienten Kontakt und so weiter, wir also von Geschichten wie Diagnosen, wie Krankheiten schon auch eine Ahnung haben und auch unsere Erfahrungen schon gesammelt haben, auch im Privaten. Ja, war das einfach irgendwie total bereichernd, fand ich. Und wir sind uns so schnell so nahe gekommen für das, was wir uns vorher eigentlich nicht kannten, nur über Videos, fand ich das sehr, sehr schön. Es war für mich wirklich sehr bereichernd und diese Geschichte irgendwie auch einmalig. Also ja, ich wüsste nicht, wann ich etwas Ähnliches oder sehr Ähnliches schon mal gelesen hätte. Die Autorin hat es auch geschafft, so richtig die Bilder in meinen Kopf zu schicken. Also ich habe mich richtig gefühlt, als bin ich da mit dabei, als erlebe ich das gerade mit. Ein Stück weit auch,
als leide ich mit, obwohl ich mich mit keinem der Charaktere so richtig identifizieren konnte. Es ist jetzt trotzdem geschafft, die Geschichte so zu gestalten, dass ich wissen wollte, wie es weitergeht, wie es ausgeht, wie, ja, was passiert mit den Charakteren. Und genau, vielleicht werden wir auch gemeinsam das Nachfolgebuch von Lucy Fricke auch lesen. Das wissen wir aber noch nicht genau und wenn, dann nicht jetzt gleich. Also genau, vielleicht kommt da nochmal sozusagen eine Fortsetzung. Ich würde mich sehr freuen und ja, es war ein besonderes Buch. Genau, Töchter von Lucy Fricke. Dann war ich im Urlaub, das war quasi mein Sommerurlaub. Es war zwar nur ein Wochenende von Freitagabend bis Sonntagnachmittag, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Zeit gemeinsam mit meiner Mama. Wir waren an den Osterseen, die sind südlich vom Starnberger See gelegen. Das weiß irgendwie nicht so richtig jeder, habe ich den Eindruck. Ich wusste es auch nicht so richtig, dass es die gibt und wo die so liegen. Und wir haben die so ein bisschen entdeckt oder ja, für uns entdeckt. Und ich fand es da richtig, richtig schön. Es war für das, dass August war, also Hochsommer und Reisezeit, war echt nicht so viel los. Also definitiv nicht so überlaufen wie die anderen Seen, das vermutlich am gleichen Wochenende waren. Und wir haben uns da richtig gemütlich gemacht. Wetter war top. Mitte August und wir haben ja, das einfach genossen. Abgesehen davon war in diesem Landgasthof auch eine kleine Bibliothek. Wir waren natürlich nicht lang genug da, um dort etwas zu lesen, aber mir ist ein Buch in die Hände gefallen und ich habe direkt mal geguckt. Es hat mich irgendwie angesprochen in dem Moment, ob es das nicht auch als E-Book gibt und das gab es als E-Book. Dementsprechend habe ich mir dann Wolkenbruch im siebten Himmel von Michaela Teves heruntergeladen und habe es gelesen, zum Teil im Urlaub noch, zum Teil natürlich auch danach. Und ich muss sagen, es war irgendwie eine ganz herrliche Geschichte, es war sowas Erfrischendes. Ich würde es eher in Richtung Frauen, leichtere Frauenromanliteratur packen. Trotzdem, wie gesagt, war es in dem Moment irgendwie genau das Richtige und war ganz erfrischend. Es geht um Maya und Maya geht, nachdem sie vor ein paar Jahren schon mal einen Gutschein geschenkt gekriegt hat für eine Wahrsagerin, geht sie ab und zu eben zu dieser Wahrsagerin. Diese hat allerdings beim aktuellen Besuch nichts zu lesen aus ihren Händen oder aus der Kristallkugel, genau, aus der Kristallkugel. Die sieht nichts. Das macht Maya etwas stutzig. Und Maya weiß nicht so recht, wie sie damit umgehen soll. Sprich so ein bisschen mit ihren Freundinnen. Das finde ich ist irgendwie ein ganz, ganz tolles Gespann. Die sind zu viert und die sind auch alle so einzigartig. Auch so, dass ich mir die gut merken konnte. Ich fand es sehr schön. Die waren so richtig ein bisschen so eine Type, jeder. Ja, hatten jeder auch so was Eigenes mit dabei. Da war eine eher gestresste, alleinerziehende Ärztin mit Sohn, der wohl sehr auffällig ist. Da war eine, die einen Modeladen leitet. Maya selber, eine, die Teilzeit als im Blumenladen arbeitet und auch eben noch ein Kind hat und ein Mann. Die andere, genau, Sophie, glaube ich, hieß sie, die so ein bisschen das typische perfekte Frauen- oder Ehefrauenbild abgegeben hat, was ich auch ganz spannend fand, weil man schon gemerkt hat, da passt irgendwas nicht im Hintergrund. Ja, aber es eben schien, als ob sie so perfekt sei. Genau, und auf jeden Fall kommt, stößt Maya immer mehr darauf, dass es ja wohl kein Zufall ist, dass sie die Wahrsagerin gar nichts gesehen hat. Das heißt, es wird ja wohl sein, dass da nichts mehr kommt. Das heißt, sie hat Angst davor ein Stück weit oder entwickelt so eine gewisse Panik, dass sie bald sterben wird. Ja, kommt da auf allerlei interessante Ideen. Unter anderem möchte sie ihren Ehemann dann mit jemand anderem verkuppeln, weil sie möchte nicht, dass der alleine ist, wenn sie nicht mehr ist. Möchte eben auch, ja, also leitet da so ein paar Dinge in die Wege. Und ich finde, das ist echt herrlich geschrieben, unterhaltsam. Es war einfach eine schöne Abwechslung mal. Ich habe schon länger nicht mehr was in der Richtung gelesen. Auch nichts in Richtung Susanne Fröhlich, Petra Hülsmann und so dergleichen. Das wollte ich sowieso demnächst mal wieder machen. Und das war jetzt eben ähnliche Richtung. Aber ich fand es ja, unterhaltsam und sehr, sehr schön. Hat irgendwie zum Sommer, zu dem Leichten gepasst und zum Urlaubsgefühl. Auch wenn natürlich jetzt hier Sterben und Urlaub und so, das passt nicht ganz so sehr zusammen. Aber gut, lassen wir mal dahingestellt. Dann bin ich noch, ich glaube, Amazon ist schuld, also diese Werbemails mit allen möglichen Empfehlungen. Da bin ich auf ein Buch gestoßen oder auch beim Rumstöbern, weiß ich nicht mehr genau. Das heißt, Das Buch deines Lebens von Jule Pieper. So richtig kann man das jetzt nicht erkennen. Ich blende es euch jetzt aber auf jeden Fall mal ein. Es klingt eigentlich viel zu gestochen, um dann den Erwartungen gerecht zu werden. Dennoch war es ein richtig gutes Buch. Ich muss sagen, ich habe
gelesen, worum es geht. Und das Buch ist von der Autorin Sandy Mercier. Und das ist eben ein offenes Pseudonym, Jule Pieper. Und eben besagte Jule Pieper ist aber Hauptperson in dem Buch. Das heißt, Jule Pieper hat einen Job, ist Rechtsanwaltsfachangestellte, möchte eigentlich noch viel mehr lernen, ist sehr unzufrieden in dem Job oder so, wie sie dort behandelt wird. Sie hat eine Beziehung, die sie nicht wirklich glücklich macht und ist auch sonst eher recht unzufrieden in dem Leben. Am Anfang konnte ich mich so gar nicht mit dieser Person identifizieren, da ich im Moment an meinem Leben ganz woanders stehe und mich viele Dinge, die da drin Stressfaktoren für Jule sind, nicht mehr stressen oder nicht mehr stressen würden. Oder ich da viel lösungsorientierter mittlerweile denke und eben mich da nicht mehr so runterziehen lassen würde. Auf jeden Fall, ja, spannend, dass ich mich darauf eingelassen habe und dass einfach Jule da auf ein Buch gestoßen ist. Und das Buch heißt Das Buch deines Lebens. In diesem Buch gibt es verschiedene Lektionen und anhand diesen Lektionen fängt Jule an, ihr Leben umzukrempeln. Und es ist zum Teil, also zum Beginn war es mir zu viele Klammern. Da war immer noch so ein Nachsatz, so ein erklärender Nachsatz. Das war mir irgendwie zu unterbrochen im Lesen. Andererseits hat man das schon ein Stück weit auch gebraucht, um es zu verstehen, um es besser zu verstehen. Deswegen so ganz verkehrt war es nicht, aber auf jeden Fall waren da eben recht viele Klammern. Es wurde zum Glück weniger, das heißt, der Lesefluss war dann besser zum Ende hin. Ich musste das auch mal am Handy lesen, weil es nur über Amazon gibt und ich das dann eben über die App auf dem Handy gelesen habe und ich das nicht über mein Tolino lesen konnte. Das fand ich sehr schade, weil ich lese sehr, sehr ungern über mein Handy. Aber dann hat es mich doch so interessiert, dass ich es eben gelesen habe. Was kann ich dazu noch sagen? Diese Lektionen bringen Jule dazu, ihr Leben letztendlich völlig umzukrempeln. Egal, ob es Wohnung ausmisten ist, Freundschaften ausmisten ist, Beziehung ausmisten ist. Denn in ihrer Beziehung ist sie sehr unglücklich. Da verbindet sie mehr oder weniger nur noch der schlechte Sex irgendwie mit ihrem Freund. Und ja, das sei mal dahingestellt, ob das eine tolle Verbindung ist und ein toller Grund, zusammen zu sein. Und man merkt aber, wie unglücklich und unzufrieden sie ist mit ihrem ganzen Leben. Und es fällt ihr noch mehr auf, als sie dann eben anfängt, das zu ändern. Und auch als sie dann eben merkt, was macht diese Veränderung mit ihr. Finde ich sehr spannend, ist in den ersten und zweiten Teil aufgeteilt. Auch ein Stück weit eine Art von Wiederholung. Natürlich ein Stück weit von Fortsetzung, aber eben auch Wiederholung. Im zweiten Teil war interessant. Ein paar Dinge waren mir fast ein bisschen zu heftig und zu heftig negativ dargestellt. Ich sag mal, gerade die Oma von Jule, deren Auftreten, war für mich schon sehr grenzwertig. Weiß ich nicht, ja, ob man das so aushält als Enkelin, blöd gesagt. Und ich finde es aber wahnsinnig toll, was für eine Entwicklung die Protagonistin da macht, denn die ist natürlich schon heftig. Also wirklich so von einem Extrem fast ins andere. Und man freut sich so sehr mit ihr, dass sie diese Entwicklung macht. Und das ist was, was, ja, einen dann schon auch jedes Mal wieder so ein bisschen glücklich daran denken lässt, an dieses Buch. Das Buch, muss ich sagen, ich glaube, es hätte nicht geschadet, es nochmal zu überarbeiten oder zu lektorieren. Ich weiß nicht, was da, ob das komplett Self-Publishing war oder nicht. Und ich fände es, glaube ich, auch nicht verkehrt. Es war auch in der Rezension gestanden auf Amazon, dass manchmal die Kapitel zu lang sind. Und zwar ist es in Tage aufgeteilt. Das ist schon mal, finde ich, gar nicht verkehrt. Dann ist man irgendwie orientiert, wo ist man so und ja, was passiert da so? Aber manches, das erschien mir auch etwas lang, wobei das aber auch ein Stück weit daran liegt, eben auf dem Handy zu lesen. Wie gesagt, das mag ich generell nicht so gerne. Aber ja, es hat trotzdem gepasst. Man konnte auch zwischendurch mal kurz aufhören und dann später weiterlesen. Das war jetzt nicht so dramatisch, dass man dann nichts mehr verstanden hat. Vielleicht hätte da die ein oder andere Änderung, Überarbeitung noch was gebracht oder geholfen. Grundsätzlich aber, wie gesagt, ein gutes Buch, auch was Schönes für zwischendurch. Gerade auch, wo ich eben so merke, wo ich gerade an welchem Punkt ich stehe und gemerkt habe am Anfang des Buches, nee, also damit kann ich mich null identifizieren. Und dann immer mehr gemerkt habe, so, oh cool, was für eine Entwicklung die durchmacht und wie sie merkt und schätzen lernt, wen sie so um sich rum hat und wie die ihnen helfen, ihr helfen und so weiter. Und sich auch manche andere Seiten von manchen recht einseitig dargestellten Charakteren erstmal sich noch ein bisschen wandelt und dreht. Genau, also das war irgendwie ganz nett und ganz schön und ich bin gespannt. Es soll wohl noch mehrere Teile geben, die in eine ähnliche Richtung gehen oder ja, irgendwie damit zu tun haben mit diesen Lektionen oder auch mit der Protagonistin. Und vielleicht werde ich den auch lesen, wer weiß, genau. Noch schöner fände ich es natürlich, ich könnte es zumindest auf dem Tolino lesen und nicht nur auf dem Handy. Denn das ist für mich halt das Unangenehme dran. Genau, und jetzt habe ich schon wieder Laber Rhabarber ganz viel geredet. Eine Kleinigkeit möchte ich noch ganz kurz vorstellen.
Mehr habe ich nämlich nicht gelesen im August. Es war einfach, wie gesagt, wahnsinnig viel los. Ich war jedes Wochenende irgendwie unterwegs. Ich hatte Wiedereingliederung. Ich habe auch unter der Woche sehr viel unternommen und mein Leben genossen, um es mal so platt zu sagen, wie es war. Genau. Und abgesehen davon eine neue Arbeitsstelle gesucht. Da zeichnet sich hoffentlich jetzt schon so ziemlich alles ab und wird alles klar werden. Und genauso auch eine neue Wohnung gesucht. Und auch das ist quasi hoffentlich schon so gut wie in trockenen Tüchern. Wenn ihr dieses Video seht, ist es alles schon geregelt. Glaube ich ganz fest dran. Und dann, ja, recht viel mehr ist irgendwie nicht passiert. Da war irgendwie gar nicht mehr so viel Zeit übrig. Ich habe zwar wenig geschlafen, aber doch ein bisschen. Musste auch mal sein zwischendurch. Genau. Ja, und dann habe ich noch ein Buch begonnen, das habe ich in den Neuzugängen von Anfang oder von bisher in diesem Jahr von den Neuzugängen, da habe ich schon mal kurz gezeigt. Und als ich das Video bearbeitet habe von diesen Neuzugängen, ist mir aufgefallen, doch, dieses Buch will ich jetzt sofort lesen. Und dann habe ich es mir geschnappt. Ich rede von Dr. Joe Dispenza, Ein neues Ich, wie Sie Ihre gewohnte Persönlichkeit in 4 Wochen wandeln können. Was Sie heute denken, bestimmt morgen Ihr Leben, steht hinten drauf. Es ist ein wahnsinnig tolles Buch. Mir hat allein das Vorwort schon total gut gefallen und ich muss zwischendurch, wenn ich das unten auf dem Weg in die Arbeit oder von der Arbeit lese, ich muss echt zwischendurch mich hinstellen, oder also wenn ich in der S-Bahn stehe und lese, ich muss echt mich hinstellen, das Buch zuklappen und nachdenken. Ich muss einfach echt nachdenken und es verarbeiten. Ich merke so richtig, mein Hirn ist voll und möchte so gern weiterlesen und mehr erfahren, aber mein Hirn ist voll und muss es erstmal checken und verarbeiten. Und es macht so, so viel Spaß, das zu lesen, weil es einfach sich darum dreht, also das kitzelt genau meine Neugierde. Es dreht sich darum, um Energie und um Materie. Und es dreht sich darum, dass wir mit der Kraft unserer Gedanken so viel visualisieren, manifestieren können. Und streng genommen, gemäß dem Gesetz der Anziehung, alles in unser Leben ziehen können, was wir nur wollen und brauchen. Ja, das ist hier drin erklärt. Ich finde es total spannend, total cool. Und ich bin so fasziniert, habe gerade mal 100 Seiten von 400 gelesen, bin jetzt schon unglaublich voll an Infos und an Wissen und an, ich will noch mehr wissen. Es ist einfach, ja, wahnsinnig, wahnsinnig toll. Der Autor ist auch übrigens Neurobiologe oder Neurowissenschaftler. Lass mich mal gucken. So, er ist Arzt der Chiropraktik. Er hat Biochemie studiert. Und hat einen Bachelor gemacht mit dem Schwerpunkt Neurowissenschaften, hat einen Doktortitel im Fach Chiropraktik, hat noch Fortbildungen im Bereich Neurologie, Neurophysiologie, Gehirnfunktion und Chemie, Zellbiologie, Gedächtnisbildung sowie Altern und Langlebigkeit und hat sich schon wahnsinnig viel in seinem Leben damit auseinandergesetzt, auch verschiedenste Studien durchgeführt. Und die sind echt richtig, richtig spannend, was da schon herausgefunden wurde, was man einfach nicht unbedingt so mitkriegt. Streng genommen hat es auch ganz viel, zielt es ab auf die Thematik Neuroplastizität. Wem das was sagt, das spielt einfach auch eine Riesenrolle in der Therapie. Denn wenn man sich zum Beispiel mal Schlaganfallpatienten anschaut und feststellt, was bei denen aufgrund eines Schlaganfalls, also entweder eine Unterversorgung im Gehirn in einem bestimmten Bereich oder eine Blutung in einem bestimmten Bereich, da geht Hirnmasse kaputt. Und wie viel diejenigen und manchmal zum Teil alles, was die wieder zurückerlangen können. Das ist richtig faszinierend, was unser Gehirn, was unser Körper da schafft. Und in eine ähnliche Richtung geht es auch. Nur, dass wir nicht erst was Kaputtes haben müssen, um das wiederherzustellen, sondern dass wir etwas haben und aber durch reine Gedanken, durch reine Energie dorthin kommen können, etwas anderes zu haben, etwas Neues zu haben, etwas zu erschaffen und zu gestalten. Ich finde, der Titel klingt unglaublich dramatisch, so wie ein neues Ich, wie sie ihre gewohnte Persönlichkeit in 4 Wochen wandeln können. Und irgendwie ist es trotzdem. Also ich habe den Eindruck, ich bin dann eine ganz andere Person, wenn ich da irgendwie rausgehe aus diesem Buch. Und genau, das ist gerade so mein unglaublich bereicherndes Werk. Und ich bin auch gerade nicht richtig fähig, was anderes zu lesen und mich auf was anderes einzulassen. Und deswegen, genau, es ist das Buch im Moment. Es ist auch bereits mindestens, wenn ihr dieses Video seht, ist bestimmt schon Mitte August, genau, Mitte September. Und bis dahin werde ich garantiert auch noch nichts anderes gelesen oder angefangen haben, weil mich eben dieses Buch gerade so festhält. Und es kann gut sein, dass der nächste Lesemund einfach nur schwärmend von diesem Buch ist. Das wäre nicht verwunderlich.
Zum Schluss noch ein paar organisatorische Dinge. Und zwar sitze ich jetzt hier, ihr kennt jetzt diesen Hintergrund mittlerweile schon, das ist einfach nur eine weiße Wand, die im Wohnzimmer ist. Ich gucke gerade raus und es regnet. Nicht so spannend. Genau, ihr werdet noch ein bisschen mehr von diesem Raum vermutlich sehen in der nächsten Zeit. Ich verspreche nichts, um das vorab zu schicken, ich verspreche nichts. Aber ich habe eine tolle Idee, was ich noch machen möchte hier in der Wohnung, denn das im Moment hier ist die Wohnung, die ich noch bewohne mit meinem Ex-Freund zusammen. Und wie man vielleicht an dem Begriff Ex-Freund merken könnte, das wird nicht mehr lange so sein. Das heißt, ich ziehe um. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe mich nach einer Wohnung umgeguckt. Die kriege ich hoffentlich morgen. Und also wenn ihr das seht, habe ich die dann schon. Und eben auch eine neue Stelle. Und ja, bin unglaublich gespannt und aufgeregt auf die nächste Zeit. Ich werde dementsprechend, also hatte ich eine Idee, was ich machen könnte, noch hier in der Wohnung. Und das werde ich mal schauen, wie sich das umsetzen lässt. Dann seht ihr vielleicht einen, wie ich mich darauf freue. Also, boah, ja, ein unglaublich tolles Format, hoffe ich. Und könnt dann so ein bisschen mit dabei sein beim Umziehen und vorher ausmisten und dergleichen. Genau, also seid gespannt, was da so kommt, ob da was kommt. Ich hatte außerdem vor, ein neues Verstrickt-Video zu drehen. Auch da seid mal gespannt, wann das kommt. Ich hoffe spätestens in der neuen Wohnung. Und ja, das heißt aber genauso auch, ich kann nicht ganz sicher sagen, wie jetzt die Übergangszeit läuft, wie das immer so ist mit Internet, mit Zeit zum Bearbeiten, zum Drehen finden und so weiter. Dementsprechend hoffe ich, dass ich jetzt eben in den nächsten paar Tagen, Wochen noch viel so produziert bekomme, sowohl gedreht als auch bearbeitet, dass ihr für die nächsten, ja, ich sag mal, 1,5, 2 Monate versorgt seid. Und was ganz brandaktuelles eben frühestens Ende Oktober oder so kommt, vielleicht auch erst im November, weil ich eben da dann vermutlich umziehen werde im Oktober. Genau, und dann noch nicht weiß, wie das alles läuft, zeitlich und Internet und. Genau, ein neues Abenteuer. Ich freue mich total drauf und ich bin so gespannt, was ja die nächsten Wochen, Monate für mich bereithalten. Die letzten waren schon so toll. Ich liebe mein Leben gerade einfach nur und genieße das. Und ich hoffe, ich kann eben ein bisschen was davon einfangen und mitnehmen und euch mitnehmen. Und dann habt ihr auch ein bisschen was davon. Genau, ich hoffe, ihr startet super gut in den kuscheligen, kuscheligen Herbst und habt eine leckere Kürbissuppe und einen Tee bei euch. Und dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Wenn meine Idee klappt, dann wird das hoffentlich jetzt so die nächsten paar Wochen füllen und regelmäßig kommen. Und dann, ja. Genau. Habe ich bisher noch vor, dass es erstmal hier so weiterläuft. Nur mal so am Rande als Information. Und werde jetzt gucken, ob ich jetzt direkt gleich mal noch was schaffe, um für dieses Projekt was zu arbeiten. Genau, dementsprechend aktuellen Lesemonat von September. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung, wann der kommt und wie und wo. Ich habe ja schon angekündigt, vielleicht ist es nur ein Buch, dann packe ich den zum Oktober dazu. Ich weiß auch nicht, ob ich im Oktober dann zu so viel komme, was da schon wieder los ist in dem Leben. Gut, an dieser Stelle kommt jetzt, glaube ich, nichts Sinnvolles mehr. Das heißt, ich mache mich jetzt daran, andere Inhalte noch zu drehen und ja, für euch was bereitzuhalten, damit ihr ein bisschen was zum Schauen habt in den nächsten Wochen. Und damit sage ich Tschüss, lest schöne Bücher. Bis zum nächsten Mal. Das war der August. Jetzt kommen wir zum restlichen Lesejahr 2019. Ich habe keine genaueren Aufzeichnungen mehr darüber, wann ich die 2 Bücher noch gelesen habe. Also September, Oktober, November, Dezember. Das sind ja 4 Monate. In den 4 Monaten habe ich 2 Bücher gelesen. Das liegt zum einen daran, dass da sehr viel passiert ist in der Zeit 2019. Schon eigentlich im Juli, August auch schon. Es hat sich da in meinem Privaten sehr viel verändert, beziehungsweise da waren so Geschichten wie Trennung, Kündigung, ich wollte wegziehen, ich habe eine neue Wohnung gesucht, bin umgezogen. Ich habe viele, viele Menschen kennengelernt, getroffen, wie auch immer. Also ich habe so richtig mein Leben genossen und alles mitgenommen, was nur ging. Und das war eben sehr viel auch unterwegs sein. Unter anderem habe ich auch 2019 im Sommer, im Juli, glaube ich, beziehungsweise so richtig angefangen hat es dann im Anfang September,
meine beste Freundin Lisa kennengelernt. Ihr könnt sie gerne auf Instagram so ein bisschen verfolgen. Unter Zeilengewitter ist sie sehr aktiv und macht da irgendwie ganz tolle Beiträge, finde ich. Das ist sehr, sehr buchig, sehr, sehr schön. Und mit Herz und Leidenschaft ist sie da dabei. Und da habe ich sie kennengelernt und seitdem möchte ich sie auch nicht mehr hergeben. ja, und auch das hat sehr viel Zeit geprägt im Jahr 2019. Was dann noch mit dazu kommt, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Wir haben, ich glaube im Juli schon, für ein paar Seiten zumindest, haben wir eigentlich The Flatshare von Beth O'Leary bzw. Love to Share angefangen. Das habe ich ja in diesem Jahr 2020 zu Ende gelesen. Das seht ihr in meinen gelesenen Büchern, Januar bis März. Das haben wir da angefangen, aber es hat so schlecht in die Zeit gepasst, weil ich eben gerade mit Trennung und so weiter ganz anders beschäftigt war. Also, und auch dann generell irgendwie keine Zeit mehr so richtig hatte zum Lesen oder für eine Leserunde. Deswegen habe ich das dieses Jahr eben gemacht und ich kann gar nicht ausdrücken, wie schön ich das finde, dass ich so Menschen wie zum Beispiel die Lisa im letzten Jahr kennengelernt habe, lieben gelernt habe und sie jetzt immer noch in meinem Leben habe und mich da jeden Tag darüber freue und dankbar bin. Und insofern, vielleicht ist es ein bisschen klar geworden, ich hatte nicht so richtig viel Zeit im letzten Jahr. Also, was heißt Zeit? Aber es war nicht so richtig viel Gelegenheit zum Lesen, nennen wir es mal so rum. Und ein bisschen war ich auch damit beschäftigt, meine eigene Geschichte zu schreiben, zu erleben und da irgendwie das mitzuverfolgen und hatte nicht so richtig den Kopf dafür, noch andere Geschichten zu erleben. Was ich aber entdeckt, ich glaube, da auch kurz vorher gekauft habe und dann ja, gelesen habe, ist von Frederik Backmann. Und jeden Tag wird der Weg nach Hause länger und länger. Ich finde, dieses Buch ist in der farblichen Gestaltung wahnsinnig schön. Auch hinten drauf. Es ist nicht besonders dick. Das sind irgendwie nicht mal 100 Seiten. Nee, nicht mal 80 Seiten. Mit dem Bild sind es 80 Seiten. Frederik Backmann ist der Autor von Ein Mann namens Ove, von Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr leid oder so ähnlich zumindest. Die Titel, die kennt ihr bestimmt zumindest so. Vom irgendwo schon mal gesehen haben. Ich kenne einen Mann namens Ove und fand es grandios. Ich habe es als Hörbuch gehört. Ich fand die Geschichte wundervoll. Ich weiß nicht mehr, warum ich dann aufgehört habe, dem Autor so ein bisschen hinterher zu laufen und die Bücher zu lesen. Vielleicht kommt es noch. Dieses Buch auf jeden Fall hat mich angesprochen. Ich habe es mitgenommen. Ich fand es richtig toll. Hinten drauf steht eine kleine Geschichte mit einer großen Botschaft. Ein Großvater, eine Großmutter, ein Sohn, ein Enkel. Hyazinthenduft in der Luft. Und ein Platz, der mit jedem Tag ein bisschen kleiner wird. Mit seiner außergewöhnlichen Wärme und Fantasie erzählt Frederik Backmann eine bewegende Geschichte von Liebe und Familie, von Hoffnung, von Erinnerung, Abschied und Hoffnung. Ich fand es grandios. Es ist, wie gesagt, nicht dick und man könnte sagen, ist es das wert, so viel Geld für ein Hardcover-Buch auszugeben? Aber ich fand diese Geschichte richtig, richtig toll. Vielleicht eher was zum Verschenken und zum Mut machen als. Also man darf sie sich natürlich auch selber schenken und gönnen und lesen, aber vielleicht ist es auch eine Idee für den einen oder anderen. Ich möchte gar nicht zu viel davon erzählen, weil ja eben das eine kurze Geschichte ist. Es sind auch echt ganz schöne Illustrationen mit dabei. Hier zum Beispiel oder hier. Das spielt auch alles eine Rolle in diesem Buch, wenn so eine Illustration dabei ist. Und ich finde. Also es ist nicht viel, aber es ist immer wieder was mit drin und das finde ich sehr schön gemacht. Es geht darum, dass wir so ein bisschen mitverfolgen, wie eigentlich dieser Platz, wie es hinten drauf steht, immer kleiner wird. Und dieser Platz ist sozusagen ein bisschen sinnbildlich für die Erinnerung und für das Gedächtnis. Und es geht darum, dass eben jemand sein Gedächtnis verliert. Ich denke, recht viel mehr muss ich nicht sagen. Dann ist schon klar, in welche Richtung die Geschichte geht. Aber die Geschichte soll eben Mut machen, dass man merkt, okay, es gibt trotzdem immer noch etwas. Es gibt immer noch etwas zu erzählen, noch etwas zu erleben, noch einen Austausch. Es gibt immer noch Worte, die da sind. Und wenn nicht, dann sind es Gesten oder Düfte. Und ich fand sie sehr berührend, die Geschichte. Ich habe die Geschichte auch in kleinen Abschnitten als Sprachnachricht quasi vorgelesen. Und habe sie der Lisa immer wieder geschickt. Und so hatten wir quasi beide etwas davon und konnten uns ja, beide darüber freuen. Und wir haben auch beide, wir waren beide danach recht ergriffen und fanden die Geschichte einfach wundervoll. Ich finde, sie ist auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl erzählt.
Und das war sehr schön. Und als letztes Buch im Jahr 2019 habe ich noch beendet von Ferdinand Schirach, Verbrechen. In Verbrechen geht es um verschiedene kleinere Geschichten, die da erzählt werden. Wer Ferdinand von Schirach schon kennt, der wird schon wissen, in welche Richtung das geht. Wer ihn noch nicht kennt, er ist selber meines Wissens Anwalt und vertritt auch diverse, ich weiß gar nicht, ob Täter oder Opfer, die er in seinen Geschichten so ein Stück weit auch schildert. Seine Geschichten sind, drehen sich immer eher um durchaus auch manchmal kuriose Fälle, und zwar wie sich Dinge ereignen. Verbrechen sagt es vielleicht auch schon ein Stück weit. Es geht meist eher in Richtung Mord, Totschlag, Diebstahl, wie auch immer. Und da so ein Stück weit natürlich auch um das Rechtssystem. Ich finde, er hat eine sehr klare, eine sehr deutliche Sprache. Er macht es trotzdem nicht langweilig, trocken, zu sachlich, aber eben auch nicht ausgeschmückt und blumig. Ich weiß nicht, ob man das treffender beschreiben kann oder irgendwie noch ein Wort dafür findet. Also er kriegt das richtig gut hin, finde ich, um das zu beschreiben. Ein Teil der Geschichten kannte ich, und zwar deswegen, weil auch einiges davon schon mal verfilmt wurde. Ich glaube, als ZDF-Fernsehfilme oder dergleichen. Also es war mir jetzt nicht alles unbekannt. Umso heftiger war es trotzdem manchmal, was da so alles passiert ist in diesen Geschichten. Also das ist nicht gerade für das leichte Lesen. Ich habe es aus irgendeinem Grund, frag mich nicht warum, frag mich einfach nicht. Ich habe es aus irgendeinem Grund, ich glaube am 24. oder am 25. Dezember, in die Hand genommen und angefangen zu lesen. Und da ich in der Zeit sowieso bei meiner Mama war, dieses Buch ist auch aus dem Bestand meiner Eltern, habe ich es dort vor Ort, da war ich dann irgendwie noch bis zum 28. oder 27. Dezember bei ihr, und da habe ich es dann auch gelesen in der Zeit. Und kurz bevor ich quasi wieder abgereist bin, auch beendet. Das heißt, ich habe es dann auch direkt dort gelassen und habe es gar nicht mitgenommen. Wie gesagt, wer das gut kann, wer das interessant findet, wer das spannend findet, der sollte da einfach mal einen Blick drauf werfen, falls ihr Ferdinand von Schirach noch nicht kennt. Es gibt ja auch viele Bücher von ihm. Also Verbrechen ist jetzt das eine, dann gab es, glaube ich, Kaffee und Zigaretten. Strafe ist, glaube ich, auch ein Buch. Schuld. Ich habe jetzt hier noch stehen, der Fall Collini, was eben nur ein Fall ist und nicht mehrere Geschichten. Wie gesagt, also ich fand es ganz gut mal zwischendurch, also zwischen einer Liebesgeschichte oder was vielleicht auch tiefer gehenden mit verschiedenen Erkrankungen etc. pp. Umgang mit Menschen, einfach auch mal sowas relativ Sachliches, eventuell für den einen oder anderen fast dröges, aber eigentlich schon spannend geschriebenes, was so an Rechtsfällen passiert, zu lesen. Das war alles zu den gelesenen Büchern des restlichen Jahres 2019. Es waren deutlich weniger als im ersten Halbjahr. Ich kann dazu, wie gesagt, nur erklären, also ich möchte mich gar nicht rechtfertigen, weil ich fand die Zeit sehr schön. Das zweite Halbjahr letztes Jahr, und kann nur sagen, ich habe es sehr genossen, ich habe mein Leben genossen, und gerade jetzt aktuell, dass ich hier sitze, 2020 im April, dass ich sagen kann, jetzt können wir eben gerade nicht alles machen. Und ich kann mich aber an all die Dinge erinnern, die ich gemacht habe im letzten Jahr, und freue mich darüber, dass ich das gemacht habe. Zwischendurch habe ich immer mal wieder gedacht, so, oh, ist das nicht ein bisschen viel, ein bisschen heftig, wie viel ich unterwegs bin und dies und jenes mache und hier und dort und überall und Menschen kennenlerne und treffe. Aber jetzt so im Nachhinein weiß ich, warum das ganz gut so war, warum ich vielleicht auch diesen Drang dazu hatte und warum es aber jetzt auch schön ist, wieder das andere zu genießen. Mehr zu Hause sein, mehr das machen, was ich hier eben auch machen kann und will. Lesen, stricken, Videos drehen und hochladen. Ja, das alles genieße ich jetzt aber genauso. Deswegen seid gespannt, lest gute Bücher in dieser schweren Zeit. Nehmt es euch aber auch nicht so sehr zu Herzen, und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss!